Achievements in Videospielen sind allgegenwärtig. So gut wie jedes Spiel lobt dich für die kleinsten Missionen und auf deinem Profil kann jeder sehen, wie krass du bist und welchen Herausforderungen du dich schon alles gestellt hast. Heute gehen wir den Fragen nach, ob Achievements unser Videospielverhalten beeinflussen, warum sie durchaus zu kritisieren sind und inwiefern das Erwerben von Erfolgen als Marketingstrategie von einigen Spielstudios ausgenutzt wird. Achievements sind in erster Linie Erfolge, welche einem vom Spiel entgegengeworfen werden, sobald man bestimmte Aufgaben erledigt. Von öffne dein Inventar bis hin zum Abschließen des Spiels, ohne auch nur einmal nach dem Tod am letzten Checkpoint weiterzuspielen. Die Spanne ist wirklich riesig, weshalb Achievements daher in verschiedene Ränge unterteilt werden. Trophäen sind die Erfolge auf der PlayStation, Gamerscore sind die der Xbox und Errungenschaften gehören zu Steam. Die Trophäen werden zur Einstufung in Bronze, Silber, Gold und Platin unterteilt, wobei die Platin-Trophäe erst dann gewonnen werden kann, sobald alle anderen Trophäen verdient wurden. Auf der Xbox sind die 1000 Gamerscore das Maximum. Die Erfolge werden unterschiedlich stark gewichtet und die Gamerscore dementsprechend verteilt und auf Steam ist es eigentlich genauso, dort ist es aber kein Score, der erfüllt wird, sondern lediglich eine Prozentanzeige, die auf 100% gefüllt werden möchte. Neben den Achievements der großen Plattformen wie PlayStation, Xbox oder Steam gibt es allerdings auch immer wieder Spiele, die auf die Features der Plattformen selbst verzichten und Ingame-Achievements anbieten. Ingame-Achievements sind jeweils interne Erfolgskataloge, die unabhängig von der eigentlichen Plattform fungieren. Den Grundstein für die zusammenfassenden Achievements hat Microsoft im Jahre 2005 mit der ersten Xbox gesetzt und legte damit das Fundament für einen heutigen, nicht wegdenkbaren Teil des Videospielens. 2007 kopierte Steam die Idee und fügte ihrem System die Errungenschaften hinzu. Und ein Jahr später folgte PlayStation dem Trend und führte passend zum neuen PlayStation Network auch die Trophäen ein. Über die Jahre entwickelten sich die Konsolen immer weiter. Während viele Features während der Entwicklung das Zeitliche segnen mussten, blieben die Erfolge allerdings immer eine Konstante im Dasein der Plattform. PlayStation fügte selbst ihrem damals viel zu unterschätzten Handheld der PlayStation Vita Trophäen hinzu. Heute sind Achievements wirklich überall und sogar auf der Nintendo Switch ist es trotz dem fehlenden Achievement Support möglich, Gamerscore zu sammeln, sofern das gespielte Spiel aus den Microsoft Studios stammt. Aber was ist der Anreiz, Erfolge zu sammeln und warum reicht es vielen nicht, ganz schlicht und einfach das Spiel durchzuspielen? Die Antwort steckt hinter folgendem. Dopamin. Dopamin ist das Glückshormon, welches unter anderem bei Belohnungen, Lob und Komplimenten ausgeschüttet wird. Und genau dieses Hormon wird bei vielen durch Achievements getriggert. Dopamin kann Grund für mehr Motivation, Durchhalte und Antriebsvermögen sein, was das Spielen von langweiligen und monotonen Spielen trotzdem spaßig gestaltet. Es kann dafür sorgen, dass Spiele weitaus nach dem Ende der Main Story gespielt werden und Aufgaben erfüllt werden, welche mit den eigentlichen Aufgaben im Spiel so gar nichts zu tun haben. Das ist auf der einen Seite natürlich ein netter Nebeneffekt, allerdings kann es bei fehlendem Dopamin schnell zu Mangelerscheinungen kommen, sobald es einmal nicht freigesetzt wird. Das schnelle Dopamin ist in keinem Medium so leicht zu erhalten wie in dem der Videospiele und gerade deshalb stehen Achievements des Öfteren in der Kritik. Aufgrund des erhöhten Suchtpotenzials bei jungen Spielerinnen und Spielern ist das Hinterherwerfen von Lobeshymnen und Belohnungen kritisch zu betrachten, denn in der Realität sieht das Ganze auch nicht so aus. Aktuell läuft es echt erstaunlich gut hier auf YouTube. Ich glaube, meine Fans lieben mich. Komm schon! Der Deutsche Comedy-Preis? Außerdem werden die Spiele kritisiert, die ausschließlich für das Erhalten von Erfolgen programmiert werden. Und ich gebe zu, ich besitze selbst zwei solcher Spiele. Das eine Game ist My Name is Mario. Das Spiel besteht lediglich daraus, eine Taste wiederholt zu drücken, um ein Mayonnaiseglas zu öffnen. Das andere Spiel ist Slide, ein Schiebepuzzle-Game, welches mit der richtigen Tastenkombination zur sofortigen Platin-Trophäe führt. Das Spiel ist für die interessant, die blind jede Trophäe mitnehmen wollen und das funktioniert traurigerweise recht gut, sodass die Studios hinter den beiden Spielen viel Geld dank der Achievements erwirtschaften.
In der Gamification der Pädagogik wird das Verlangen nach Erfolgen in Videospielen zum Vorteil genutzt. Viele Apps für Kinder und Jugendliche, die beispielsweise Zähne putzen, Hausaufgaben machen oder Abnehmen unterstützen sollen, arbeiten mit den Erfolgen und sollen beim Erreichen des Ziels unterstützen. Putzt ein Kind beispielsweise 7 Tage in Folge jeden Abend die Zähne, steigt es im Level und erhält neue kosmetische Gegenstände für seinen digitalen Avatar. Elemente von Achievements findet man immer häufiger in Apps wie diesen und sie werden ein immer wichtigerer Teil der Medienpädagogik. Es kommt immer seltener vor, dass Videospiele auch ohne Erfolge erscheinen. Selbst Retro-Spiele, die durch Remakes oder Portierungen nochmal auf den Markt kommen, werden mit Erfolgen versorgt. Nintendo bleibt ihren Prinzipien trotz der großen Beliebtheit allerdings treu und bietet ihren Plattformen bis heute keine Erfolge. Und obwohl die Plattformen selbst keine gesammelten Übersichten der Errungenschaften besitzen, nutzt Nintendo in den meisten Fällen eine andere Art der Belohnungssysteme innerhalb ihrer Spiele. Die berühmten 100%. Seien es Collectibles wie Sticker und Starcoins in den Super Mario Spielen, Auszeichnungen für das Erreichen von verschiedenen Herausforderungen oder auch besondere Filmsequenzen nach dem Beenden der 100%. Mit dem neuen PlayStation Plus Konzept ist es uns jetzt möglich, alte Klassiker wie Dark Cloud, Tekken 2 oder Siphon Filter auf den beiden modernen PlayStation Konsolen zu spielen. Super interessant ist hier, dass Siphon Filter nachträglich Trophäensupport bekommen wird. Das PS1 Spiel ist von 1999 und stammt genau wie Days Gone aus dem Hause Band Studios, die wiederum verkündeten den Trophäensupport sogar mit einem extra Tweet auf Twitter. Ich persönlich finde es ziemlich cool, dass sie sich nachträglich noch Gedanken über die Aufbereitung alter Spiele gemacht haben und ich bin gespannt, welche Retro-Spiele dem Trend der Trophäen folgen werden. Ich für meinen Teil stehe total auf Trophäen und sammle sie super gerne. Den Spaß an Achievements habe ich allerdings nur auf der PlayStation selbst, auf der Xbox oder auf Steam interessieren sie mich kaum. Trophäen sammle ich schon lange und es ist immer wieder spaßig, nach der ein oder anderen Platin-Trophäe zu grinden. Außerdem checke ich gerne die Trophäenkataloge von Freunden aus, um zu schauen, was die so in der letzten Zeit gespielt haben, wie weit sie in bestimmten Spielen gekommen sind oder um den Spielegeschmack besser einschätzen zu können. Meine liebsten Konsolen sind aktuell noch die PlayStation 4 und die Nintendo Switch und zugegeben spiele ich am liebsten auf der Switch alleine wegen dem portablen Aspekt. Es ist aber nicht erst einmal vorgekommen, dass ich mir Spiele, welche ich bereits auf der Switch gespielt habe, nachträglich noch für die PlayStation gekauft habe, einzig und allein um Trophäen zu sammeln. Mein Ziel ist es immer, Spiele mindestens bis zu den Credits zu spielen, auf dem Weg alles Mögliche einzusammeln und das Spiel in jeder Faser zu genießen. Aber gerade bei Spielen, bei denen die 100% aus purer Arbeit bestehen, bin ich eher abgeneigt als motiviert. Und gerade dann nicht, wenn die Arbeit nicht mal in Form von Trophäen oder ähnliches im Nachgang niederschwellig sichtbar ist. Ein Spiel, welches sich den negativen Auswirkungen von Achievements durchaus bewusst ist, ist Celeste. Ich habe es vor kurzem zum ersten Mal durchgespielt und bin vom Gameplay und allen voran von der Geschichte mehr als nur begeistert. Das Spiel weist dich im Spielverlauf immer wieder darauf hin, dass es total okay ist, nicht alles mitzunehmen, nicht jede einzelne Erdbeere zu sammeln und nicht jeder Trophäe nachzueifern, denn der Spielspaß soll im Vordergrund liegen. Und gerade deshalb ist es möglich, das Spiel mit Hilfe des Hilfemodus durchzuspielen und dennoch jeden Erfolg mitzunehmen. Der Modus gibt dir die Möglichkeit zu fliegen, unbesiegbar oder schneller zu werden. In vielen Spielen würde dieses Feature den Zugang zu den Trophäen verriegeln. In Celeste aber ist es möglich, denn alle sollen so spielen, wie sie möchten. Wie geht es euch mit Achievements? Sammelt ihr sie gerne und hattet ihr schon mal das Gefühl, dass Achievements euer Spielverhalten in irgendeiner Form beeinflussen? Schreibt es mir gerne unten mal in die Kommentare. Mittlerweile habe ich insgesamt 3575 Trophäen, wovon 23 Platin-Trophäen sind. Darunter sind leichte Games, wie die bereits genannten My Name is Mario oder Slide, als auch richtige Brocken wie Cuphead, Dragon Quest 11 oder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Gerade beim letzten ist es übrigens nicht mehr möglich, die Platin-Trophäe zu erhalten, da einige Trophäen nur durch den Online-Modus verfügbar sind und natürlich spielt niemand mehr Naruto online auf der PlayStation 3. Achievements können triggern und in einigen Menschen Süchte auslösen. Allerdings sind sie nicht im Ansatz so wahrscheinlich, wie sie es bei Lootboxen oder Casino-Elementen sind. Wer mein Video zu Glücksspielen in Videospielen noch nicht gesehen hat, findet den Link jetzt unten in der Videobeschreibung. Ist schon einen Ticken älter, aber immer noch genauso interessant wie damals.
Eine wirkliche Bedrohung sehe ich in Erfolgen nicht, denke aber, dass viele ihren Kauf des Spiels von der Plattform abhängig machen, auf der bereits seit Jahren Erfolge gesammelt werden. Abschließend kann man sagen, dass Achievements ein cooles Feature im Bereich der Videospiele sind. Sie sind für einige eine Bonus-Challenge, Spiele auch dann weiterzuspielen, wenn der eigentliche Inhalt bereits sein Ende gefunden hat. Eine Möglichkeit, mehr Inhalt aus einem Spiel rauszuholen und eine Competition unter Freunden. Aber am Ende des Tages kann jede Person natürlich selbst entscheiden, was gekauft wird und was nicht. Denn am Ende sind Erfolge auch nur Schall und Rauch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder, hier bei Gaming von gestern.